About 20 years ago, on a train bound for nowhere, met her with a gambler and we both tried to sleep. We took turns of staring through the window at the darkness. 2007 hier in das Gebäude gezogen sind, hatten wir oben im oberen Teil, glaube ich, 100 Quadratmeter und 300 Quadratmeter Lager. Mittlerweile haben wir roundabout 800 Quadratmeter Büro und 8000 Lager, was schon eine Hausmarke ist. Ganz lustig, als wir hier angefangen haben, hatten wir einen Mitarbeiter, der kam aus Bremen und der hat immer oben geschlafen. Und morgens wurde er dann geweckt. Ja, wir sind heute hier, um uns zu feiern, um uns selber zu feiern. Kann man ja mal machen. Wir machen das hiermit. Wir haben einen Showroom gebaut, den wir gleich eröffnen. Und ja, wie baut man so eine Firma auf? Das ist ja natürlich ganz viel Arbeit und man kann auch sagen, dass man ja auch irgendwas können muss. Ich bin der Meinung, dass es sehr, sehr viel Glück ist. Sehr, sehr viel Zufall und einfach sehr, sehr viele Leute, die dazu beitragen. Das heißt, das sind Mitarbeiter, die sich Mühe geben, die tagtäglich dafür arbeiten, die alle zusammenarbeiten, um sowas zu schaffen. Das sind Lieferanten, das sind Externe, die einen beraten, die einem helfen. Das sind Kunden, das sind Leute aus der Medienbranche. Und wenn ich jetzt irgendwen vergessen habe, bitte nicht böse nehmen, fühlt euch einfach alle angesprochen. Ja, zwei kleine Details noch am Rande. Wir würden gleich das Buffet einfach eröffnen. Also das ist hiermit an sich schon offiziell eröffnet. Das heißt, wenn ihr gleich wieder aus dem Showroom rauskommt, dann ist das Buffet eröffnet. Wir haben eine sehr schöne Band heute hier aus Hamburg. House on a Hill. Kann ich auch privat empfehlen. Die machen richtig gute Musik. Ja, und wir würden hiermit den Showroom eröffnen und würden noch ein Band durchschneiden. Also wenn ihr alle mit hochkommt, dann schneiden wir jetzt so langsam das Band durch. Hast du noch mehr rein? Okay. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, wunderbar. Also klassisches Asia Street Food. Wir haben Rinderspieße, Saate mit Sesam. Und das wird in Asien auf der Straße für die Leute zum Mittag zubereitet und schmeckt am besten frisch. Honig-Sesam-Hühnchen aus Vietnam. Also heute aus Magdeburg. Aber das Rezept ist aus Vietnam. Wird im größten deutschen Ofen, den es gibt hier, gegart. 18 Liter umfester Ofen und hier leckeres Sesamhühnchen. Das ist Brötchen aus Amerika, das Pulled Pork Brötchen. Brötchen haben wir selbst gemacht. Pulled Pork wird im Smoker gemacht. Naja, ich sag mal 12 Stunden braucht es schon, langsam gegart. Dann kriegt es auch einen schönen Rand, ein schönes Stück. Wird klein gemacht mit einem Coleslaw, klassischen Krautsalat Amerika, gemischt mit Barbecue-Soße und dann aufs Brötchen. Das schmeckt fantastisch.
twisted soul. Rolling river, let the good times roll. We are on our way to bring you blues and soul. Right. Max, heute Abend kochen, grillen und braten zu dürfen. Wir haben eine Überraschung für alle, steht nicht auf dem Menü. Wir haben für euch Ananas gegrillt mit frischer Minze. Es ist der letzte Gang heute Abend. Wir lassen natürlich alles für euch stehen und haut ordentlich rein. Aber vielen Dank, ihr wart ein super kulinarisches Publikum. Vielen Dank fürs Feedback und schönen Abend noch. Danke sehr. Vielen Dank an euch auch, ihr habt es super gemacht. Danke.